Also die erste Stunde ist vorbei und jetzt habe ich eine kleine Mittagspause und fahre zu meiner Oma. Hier ist die sogenannte Sportstraße. Und hier gibt es ganz viele hübsche Cottagen, solche. Und also kann man sehen, gute, teure Häuser, reiche Leute, schöne Autos. Und gleich daneben gibt's sowas. Ganz hübsch. Okay, jetzt habe ich gegessen und jetzt fahre ich weiter. Und ich muss meine Oma ein bisschen weiterfahren auch. Привет! Okay. Und hier ist meine Schule, wo ich gelernt habe und wo ich 9 Stunden pro Woche Deutsch gehabt habe. Da haben wir einen deutschen Lehrer gehabt und mit ihm gab es 8 Stunden und 1 Stunde mit einem russischen Lehrer. Okay, hier ist der Park, hier sind wir immer im Sport gelaufen. Und ein bisschen weiter ist das erste Gymnasium. Das ist die beste Schule in der Stadt oder zumindest zählt zu den besten Schulen. Und ich habe dort auch vor der 5. bis zur 9. Klasse gelernt. Hier ist die Schule. Ja, ihr könnt auch sehen, dass das ein deutsches Gebäude ist. Ich weiß eigentlich nicht, was für ein Gebäude das in Königsberg war, aber jetzt ist es eine gute Schule, ein Gymnasium. Hier ist eine Einbahnstraße und da könnt ihr sehen, ein paar Kaufhäuser. Ganz große Einkaufszentren, so sehen die aus heute. Schon ein bisschen moderner als da am Rande der Stadt. Hier ist ein Wohnhaus, auch vor 2 Jahren gebaut, schon in der Innenstadt. Kann man auch sehen. Ja, und hier könnt ihr sehen, das ist so ein Andenken. Und in diesem Jahr machen das sowas ganz viele. Also vielleicht jedes 10. Auto hat sowas geklebt, aufgeklebt. Und teure Autos, billigere Autos ist so sehr verbreitet heute. Hier zum Beispiel, 70 Jahre seit dem Sieg, steht da geschrieben. Hier ist ein Park für Kinder und da gibt es ein Riesenrad. Vielleicht fahre ich dann einmal mal mit der Kamera auch mit dem Riesenrad und dann könnte eine schöne Panorama der Stadt gucken. Aber das nicht heute, im Sommer, wenn ich mehr Zeit haben werde. Oh, und jetzt fahren wir an den deutschen Konsulat vorbei. Das wird vielleicht auch interessant sein. Okay, hier rechts ist das deutsche Konsulat. Da sieht man gar nichts mit diesen Bäumen. Ah doch, hier. Und am interessantesten ist, ja, dort könnt ihr einen Bär sehen. Das interessanteste ist, dass ich auch, also sozusagen, dieses Haus gebaut habe, mitgebaut habe. Das war, also der Baumeister kam aus Deutschland und alle Bauarbeiter waren Russen. Und ich habe einfach immer gedolmetscht,
der Baumeister hieß Heinz und er hat immer gesagt, was die machen müssen. Ich habe übersetzt ins Russische und die haben das gemacht. Und ich habe dort nach der Uni so ein halbes Jahr gearbeitet. Und hier gibt es noch entweder lutheranische oder evangelische Kirche, auch von Deutschen in den 90er gebaut. Und eigentlich alle Kirchen, die evangelisch oder lutheranisch sind, die für Russland ist gar nicht üblich und deshalb, also das alles ist nur von Deutschen gebaut. Ein Porsche ist hier. So, jetzt muss ich kurz anrufen und sagen, dass ich gekommen bin. Da, здравствуйте, подъехал. Also ich erst meine nächste Stunde. Ja, jetzt fahre ich weiter und das ist Nevskower Straße und hier gibt es noch eine deutsche Kirche. Also drei wahrscheinlich haben wir so wirklich große Kirchen. And gives a place. And 10 minutes light to heal the gun for a while. And he walks like Chaplin. And he talks like Bond. Yeah, he walks like Chaplin. And he talks like Bond. Now, 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 now. He's lost some weight and says it's too late to call his wife and see his kids. They won't pick up the phone. Now he's all on his own. And he knows the reason why. 'Cause he walks like Chaplin. And he talks like Bond. Yeah, he walks like Chaplin. And he talks like Bond. Nothing to lose. Now he has nothing to lose anymore. Okay, jetzt habe ich noch 3 Stunden gemacht und bin schon wirklich müde. Jetzt habe ich die letzte Stunde noch und dann kann ich schon nach Hause fahren. Es ist schon 6 Uhr abends, also 6:30 in Kaliningrad und zu Hause werde ich so um 8 sein dann. Ich habe auch eine Idee dann ein bisschen später, wenn die Eltern nichts dagegen haben, dann drehe ich meine Stunde mit einem oder anderen guten Schüler und das wird nicht nur für euch interessant sein, sondern auch für die, die wirklich jetzt Deutsch lernen. Dann kann ich zeigen, also mit dieser Schülerin zum Beispiel lernen wir Deutsch seit 2 Jahren und so gut kann sie schon sprechen. Diese Straße heißt Kastanienallee und hieß so genauso noch in Königsberg. Und das finde ich ziemlich interessant, dass einige Straßen jetzt noch deutsche Namen haben, nur ins Russische übersetzt. Und hier noch ein schönes Haus. Hier würde ich auch gerne wohnen. Da ist ein neues Krankenhaus und zwar hier werden Babys geboren und meine Schwester hat zum Beispiel auch hier 2 Kinder geboren. So you quit, done with it. So you never start again.
say you quit, done with it. Say you never start again. Say you quit, done with it. Say you never start again. Say ziemlich schön, finde ich. Obwohl ich ein Atheist bin. Noch vor 10 Jahren stand da ein Lenin-Denkmal und der war einfach nur hässlich. Die Kirche, finde ich, sieht viel besser aus. Ja, und das Letzte, was ich euch heute zeigen wollte, das ist eine traurige Geschichte eigentlich. Da vorne, ihr könnt sehen, sogenanntes sowjetisches Rathaus. Und auf diesem Platz da vor 100 Jahren stand ein Königsschloss und der wurde zersprengt in 60er Jahren von der sowjetischen Macht und man hat nur dieses blöde Haus gebaut. Jetzt gehört das Gebäude, schätze ich, niemandem und man darf nicht rein. Also man darf eigentlich dem Pförtner 5 Euro geben, also 200 Rubel, und man kann dann hoch auf das Dach hinaufsteigen. Aber ansonsten dann ist es einfach nur traurig. Das Haus ist vernachlässigt und einfach nur leer. Hier haben wir einen Zirkus. Und ich möchte hier Tschüss sagen. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ich werde noch bestimmt die schönsten und vielleicht auch die hässlichsten Plätze in Kaliningrad euch zeigen. Ich werde für jeden Platz ein extra Video drehen. Das habe ich vor. Und einfach nur Daumen hoch. Und wir sehen uns in einer Woche. Tschüss. Talks like Bond. Yeah, he walks like Chaplin. And he talks like Bond. Yeah, he walks like Chaplin. And he talks like Bond. Yeah,